Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life 1. Wir sind ein Bombardement entkommen und wollen jetzt gucken, was am Ende dieser Röhre hier ist. So, vorsichtig. Genau deswegen. Ich hatte es auch schon gehabt, dass genau das erstmal. Das war quasi eine Falle, die uns das Spiel gestellt hat. Aha. Ich schaffe das nicht mit dem Rezept. Man kann es normalerweise so timen mit dem Schlag, dass die draufgehen. So. Jetzt müssen wir hier. Die können das Ding sogar drüber werfen. Die gehen ja. So hoch. Auf das Ding drauf. So. Jetzt müssen wir noch das mit dem Ziehen hinkriegen. Mit dem Springen hinkriegen. Schauen wir mal. Nein, 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 da war ein Hai. Ich nenne das mal Hai. So, hier ist nämlich jetzt ein Hindernisparcours, durch den wir durch müssen. So, geht das hier unten runter durch? Das kennen wir noch von. Ich würde gerne mal über das Wasser. So, da können wir unseren Anzug schon mal aufladen. Ich will keiner. So, noch ein Ding, wo man. Wenn man das zeitlich falsch macht, wird man von dem Rad platt gequetscht, wenn ich mich nicht falsch erinnere. So, wenn ich mich nicht irre, ist jetzt das. Den Hai, den man da hört. Das war einer von den beiden. Der Hai, den man da hört, ist, glaube ich, der von vorhin. Bitte. So, da haben wir noch volle Munition. Und dann geht's nach oben. Hier wird uns also gesagt, du brauchst einen. Raketenwerfer. Schauen wir mal. Ja, brauchen wir auch. Da ist ein Panzer. Jetzt hier mit dem Panzer Platz zu machen, weil das Problem ist, dass der auch versucht, nicht Platz zu machen. So. Wir nehmen jetzt erstmal die Munition zurück. Die lag ja hier unten noch. Außerdem ist hier noch ein Heilpaket. So.
nicht rein, sondern wir müssen hier hinten, wo der Panzer stand. Oder eigentlich immer noch steht, aber kaputt ist. So, und jetzt können wir uns hier auch heilen. Die bombardieren hier jetzt die ganze Basis, also fahren wir doch mal in den Keller, in eine Art Bunker. So, einmal nach unten bitte. Ja. Radioaktive Strahlung. Den Geigerzähler. Herrlich. Ich will hier nicht rein. Das kostet schließlich Energie. Die sammeln wir nicht ein, weil das Ergebnis ist nur, dass wir da reinlaufen und so wie eben Schaden nehmen. Von denen ich ehrlich gesagt auch haben. Erstmal hier gucken. Da war die Heilung versteckt. Hier sind noch mehr Gegner. Kommt hier ein kleines, wieder eine blöde Stelle, tatsächlich. So, zunächst einmal kann ich jetzt hier diese Wand sprengen. Ich muss laden. Weil es kommt eine verdammt schwere Stelle danach. Hier klappt das vielleicht besser. Ja, das wird der Trick sein. Ja, das ist der Trick. Kommt das Blöde. Rechts ist einer von denen, links sind zwei und eine komische Waffe, die quasi unbesiegbar ist. Mist, ist gerade weggegangen in dem Moment, wo ich geschossen habe. Ich stimme zum Nadeln aus die Deckung gehen. Ach, das war falsch. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Egal. Und zwar hier dieses Ding hier. Man sieht schon den blauen Strahl, das schießt jetzt auf mich, während ich hier quasi mich durchbewegen möchte. Wow, das Ding hat reingehauen eben. So, einmal durchgerannt. Leider die einzige Chance. Und jetzt kann ich hier die Tür aufmachen und hier durch hoffentlich gleich wieder Energie aufladen. Lebensenergie meine ich.
Jetzt aber. Zu früh gefreut. Hier kommt jetzt nochmal ein. Ich bin hier rein. Schwerer Kampf. Nehmen wir die da. Das hat übrigens ein ziemliches Zielfernrohr. Wieder aus Stress quasi eine total unsinnige Waffe ausgewählt. Das war ja noch die Stelle. Und das ist noch gar nicht der Kampf, den ich meine. Wir sind auf jeden Fall schon mal im Lambda-Reaktorkomplex. Das heißt, wir sind sehr nah an unserem Ziel. Aufzug hat eine ziemliche Verzögerung. Jetzt kümmere ich mich zuerst mal um das große Vieh. Das hält nämlich die zwei Schüsse nicht aus. Noch relativ einfach zu besiegen, im schlimmsten Fall einfach so. Zwei Schläge davon und die sind weg. Muss nur warten, bis sie gesprungen sind. Da ist noch einer. So. Dann kommt der schwere Teil gleich noch. Nämlich kurz bevor ich in Lambda-Komplex hineingehen kann, kommt nochmal ein Kampf mit mehreren Gegnern. So, Munition, Munition. Speichern. Und jetzt müsste eigentlich dieser Kampf... Ah, nein. Jetzt kommen nochmal Black Ops. Entlang laufen. Wenn die zu mir kommen müssen, ist es tatsächlich einfacher. Jetzt können sie nur von zwei Löchern kommen, entweder von rechts oder von links. Da oben sein. Okay. Jetzt wissen wir, wo er ist. Hier oben irgendwo. Tatsächlich sehe ich ihn nicht. Das ist das Blöde. Man sieht sie nicht. Nicht, dass sie unsichtbar sind, sondern einfach... Ja, beim nächsten Schuss bin ich tot. Das ist das Problem.
Eben hat man kurz gesehen. Mist. Das sind echt miese Stellen, weil die sich hier super schnell bewegen. Habe ich das Gefühl, die kann man gar nicht treffen. Da habe ich mit Sicherheit nicht getroffen. Da treffe ich nicht. Nee. Da ist er zu mir gesprungen. Das hat er vorher noch nicht gemacht. Ich hätte erst gedacht, er hätte eine Granate geworfen, dabei war er es selber. Es sind mindestens zwei noch. Rennen hier im Kreis. Einer weniger. Da, Misser. Mist. Nun gut. War das jetzt eher? Schauen wir mal. Scheint so. Scheint so, als seien wir jetzt alleine. Die haben sich da schon gut geschützt gehabt. Ich hätte das alles erst kaputt machen müssen und dann könnte ich erst hier hoch. Wo die rumgelaufen sind. Ja, hier ist der eine. Und hier müsste es runtergehen in diesen einen abgezäunten Bereich, wo ich alles aufladen kann. Sehr schön. Ja, das war jetzt für euch wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie spannend das für euch war. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das eher langweilig oder spannend war. Für mich war das jetzt sehr spannend, da ich mich genau konzentrieren musste, wo laufen die und wo kommen die her. Und hier geht's weiter. Dann ist das vielleicht jetzt die Stelle, wo der Eingang zum Lambda-Komplex ist. Und da ist nämlich, wie gesagt, da muss ich mehrere Gegner killen und dann macht man mir erst die Tür auf. Hier spawnen jetzt, glaube ich, lauter Gegner. Das ist genau die Stelle, die ich meinte. Hier rechts ist der Eingang zum Lambda-Komplex. Und hier spawnen jetzt immer wieder Gegner. Und erst wenn ich alle besiegt habe. Genau, jetzt kommt noch einer von hinten.
Erst wenn alle besiegt sind, dann macht mir der Wissenschaftler hier die Tür auf. Jetzt. Okay, so schwer war der Kampf nicht. Bei der ersten Aufnahme kam er mir schwerer vor. Es tut mir wirklich leid, Mr. Freeman, aber ich konnte die Tür erst öffnen, nachdem ich sicher war, dass Sie das Gebiet gründlich gesäubert hatten. Das hier ist der letzte Eingang in den Lander-Komplex. Alle anderen Zugänge wurden versiegelt, um die Invasion einzugrenzen. Als uns klar wurde, dass Sie es tatsächlich bis hierher schaffen könnten, haben wir Streichhölzchen gezogen, um festzulegen, wer hier bleiben musste, um Sie reinzulassen. Wie Sie sehen, habe ich verloren. Meine Kollegen warten oben auf dem Lander-Reaktor. Auf Sie, klar. Zurzeit ist der Reaktor heruntergefahren, aber auf Ihrem Weg nach oben können Sie ihn ja aktivieren. Den Kern müssen Sie sowieso fluten, um in die Teleporter-Labors zu gelangen. Sie sind natürlich nicht berechtigt, darüber auch nur das Geringste zu wissen. Aber wie ich sehe, wissen Sie ohnehin schon über sehr viel mehr Bescheid, als Sie eigentlich sollten. So, dann machen wir uns mal auf. Ja, genau. Also, mach mir die Tür mal auf hier. Hier, da, Tür und so. Da, hier. Das ist das typische Problem hier in dem Spiel. Deswegen sind diese Rätsel auch so schrecklich. Hier, der checkt nicht. Der steht genau davor und checkt's nicht. Da. Zugang verweigert. Ach so. Jetzt komme ich mir verarscht vor. Wie man sieht, weiß ich nicht alles auswendig. Aber einmal mit voller Lebensenergie gespeichert. Test Firing Chamber. Waren Sie auch bei der Waffenforschung? Ich habe das Gluonengewehr entwickelt, aber ich bringe es einfach nicht über mich, damit auf lebende Wesen zu schießen. Sie sehen aus, als hätten Sie da weniger Probleme. So, ich werde die Tests nicht machen. Ihr seht gleich, wie das Gluonengewehr wirkt. Weil ich will die Munition nicht verschwenden, wenn ich so später für Gegner brauche. Und das ist im Spiel ein ziemlich starkes Gewehr. So, ich muss also hier beide Tanks fluten. Und dann kann ich durch die mittlere Tank-Aux in den Reaktor rein. Da seht ihr es, und das hat jetzt 9 Energiepunkte verbraucht. Ja, das war jetzt nicht viel Sinn. Tatsächlich bleibe ich erstmal bei denen. So, gucken wir erstmal nach der Tanknummer 2. Erstmal alles in die Luft gejagt. Aber wir können hier zum Glück doch noch gerade so durch. Ist sehr fein. Lasse ich mich doch nicht. So. Ich hätte natürlich auch dieses Explosivzeug hochjagen können, wo die beiden genau standen. Haltet ihr mich nicht auf. Nochmal hier durch. So. Da war bestimmt ihr. Da war die. Das Ventil zum Abdrehen.
So, die Pumpe ist an. Das bedeutet, der Tank wird geflutet. Und ich hätte hier ausdrehen können. Ja. Und damit komme ich schneller runter. So, das war die eine Seite. Jetzt kommt die andere Seite. Wächter vor Ort. Davon aus, dass ich den hier zuerst mache, weil es mich die ganzen Gegner entgegenwirft. Und dann nicht mehr. Naja. Nee. Den Schaden spare ich. So, jetzt aber hier hoch. Ah. Zurück. So, und jetzt können wir in den Wartungszugang und das Wasser aus den Tanks umleiten zum Reaktor. So, hier sieht man auch alles grün. Super. Gleich noch mal etwas holen. Trödeln Sie nicht rum, Mr. Freeman. Sie haben die Pumpen eingeschaltet. Sie gehen jetzt ab zur Zugangsröhre. Pumpen Sie den Kern und dann sofort auf zu den Labors. Ja, noch Munition abgeholt. Das wird aufgeladen. Und jetzt können wir zu dem Wartungsschachtding. Die hier können wir ja gar nicht mitnehmen. Ja, Auxiliary Tank Reactor Access, Hilfstank Reaktorzugang. Und da haben wir diesen Freund. Und diesen Freund. Das war jetzt blöd, weil ich aus die Waffe am Wechseln war. Ist natürlich eine andere Waffe gerade da. Aber wir laden mal nach. Nach, genau. So. Ich kann jetzt einfach reinspringen. Ist ja schließlich Wasser. Das. So, und dann können wir jetzt hier durch. Nach dem Laden eben nochmal Luft schnappen. Und in die Reaktorkammer. Und hier in der Reaktorkammer können wir jetzt, weil wir die beiden Pumpen angeschaltet haben, hier von Tank 1 das Wasser aktivieren. Jetzt fühlt sich die Reaktorkammer ein Stückchen. Und man sieht hier schon, da ist die Leiter. Und wenn ich den zweiten Tank aktiviere, dann fühlt sich das Wasser weit genug, dass ich auf die Leiter kann. Hier sind jetzt Stellen, wo ich schnell sein muss. Und bevor wir das machen, ja, es ist wieder soweit.
Die Folge ist zu Ende. Bevor wir das machen, mache ich tatsächlich Schluss für heute. Und ihr müsst eine Woche warten. Bis zur nächsten Folge. Ciao, miau.